Durch die Tatsache, dass gerade Gewalttaten mit extremistischem Hintergrund dieses Jahr des Öfteren leider in den Fokus gerückt sind oder passiert sind, finde ich es einfach wichtig, wenn sich Institutionen, Verbände, Vereine geschlossen dagegen gehen und auf jeden Fall ihre Stimme dagegen erheben. Ich denke, dass wir eine spezielle Verantwortung gerade in Schützenvereinen haben, da wir mit Waffen zu tun haben, die natürlich dann halt auch nicht im sportlichen Sinne genutzt werden könnten, sondern um Menschen zu verletzen oder auch zu töten. Und deswegen haben wir da auf jeden Fall in Schützenvereinen jeder Einzelne eine spezielle Verantwortung, damit umzugehen und sich dieser Verantwortung auf jeden Fall halt auch bewusst zu sein. Aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es da eine Sache. Ich habe bei der Zivilcourage-Kampagne des Weißen Rings mitgemacht oder ich habe mitmachen dürfen, die sich ganz klar dafür aussprechen, dann Zivilcourage zu zeigen. Und ich denke, dass das auch in dieses Themenfeld auf jeden Fall mit reinfällt und in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist. Ich denke, dass es wichtig ist, auch direkt immer gegen Aussagen, die extremistisch erscheinen, direkt gegen vorzugehen, nicht zu schweigen, das nicht hinzunehmen als, naja, der war schon immer so und hier und da und was sollen wir denn machen? Ja, wichtig ist, geschlossen dagegen anzugehen und auf jeden Fall sich dann auch klar dagegen zu positionieren. Ich würde mir wünschen, dass es vielfältig angenommen wird, dass das Thema ernst genommen wird, dass viel darüber gesprochen wird. Gerade Kommunikation ist in dem Fall dann natürlich auch mal ein Riesenthema, weil nur wenn man darüber spricht, dann kann auch geholfen werden. Und genau, ja, einfach, dass es sehr gut angenommen wird und vielfältig dann umgesetzt wird.